So, David, herzlich willkommen zu Flash Empires 3, was auch immer das ist. Habe ich eben gefunden. Komm, wir sind ein Medium. Willkommen zu Flash Empires 3. Wenn du das noch nie zuvor gespielt hast, vielleicht solltest du dir mal diese kurze Anleitung durchsehen, wie du spielst. Das ist ein Verteidigungsspiel. Du verteidigst deine Burg da unten. Du kriegst einen kostenlosen Turm, der da unten steht. Ja. Aber natürlich gibt es Bösewichte, die du umbringen musst. Sie kommen runter von oben, vom Bildschirm, um deine Mauer zu zerstören. Sie werden deine Truppen bekämpfen und attackieren Türme, die in ihrem Weg stehen. Um dich zu verteidigen, musst du Türme bauen, Truppen und coole Upgrades. Das kostet natürlich alles Geld, was da oben ist, und ja. Und natürlich Specials. Die gibt's da unten. Ja, du kannst sie benutzen, um deine Feinde auszulöschen. Jedes davon braucht einen Betrag an Kills. Und du kannst sie, du kannst Specials im Upgrade-Tab kaufen. Ja gut, das ist alles. Angriff auf diese Fieslinge. Eisturm und Überturm. Hallo, ich will den Überturm bauen. Achso, den kann ich nicht bauen. Und den Kanonenturm kann ich den. Nö, bin ich auch zu arm für. Ich kann nur rote Türme und Eistürme bauen. Jetzt kann ich den Überturm bauen. Den Kanonenturm, nicht den Überturm. Den Überturm, den kann ich nicht bauen, der ist zu teuer. Rekrutiere mal hier Überman, also Pac-Man. Kann ich nicht. Mann, ich will Pac-Man rekrutieren. Geht das nicht? Upgrade. Kann ich mir nicht leisten. Awards. Ja. Los, mach diese Typen platt. Nein, sie haben den Kanonenturm zerstört. Nein. Setzen wir ein paar von denen noch mal hin. Weg. Geht doch. So. Wir haben es 3 Tage überlebt. Ein Reiter. Nein. Hallo? Was kann ich jetzt machen? Hallo? Ich kann gerade nichts tun. Irgendwie hat sich das Spiel hier aufgehängt, glaube ich. Ich glaube, ich muss das ganze Spiel gerade neu laden. Weil, warte, ich mach mal kurz Pause. So, Hidden Ninja Games hat das Ganze übrigens entwickelt, wollte ich nur mal gerade festhalten. Ein Ladebalken. Gut, gehen wir mal in den Sandbox-Modus und machen das mal auf easy. Ja, ich weiß, ich kenne die Regeln. Alter, haben wir hier viel Geld. Da machen wir natürlich erstmal die Übertürme in Massen. Und kaufen einfach mal alles.
So, max out. Und dann holen wir uns Pac-Man. Also die schießt einfach mal mit Pac-Man. Das wollte ich nur mal so festhalten. Ja gut, so kann man das natürlich auch machen, aber das ist jetzt nicht so das Spannendste. Würde ich behaupten, weil Pac-Man frisst einfach alle Gegner auf. Das ist, ja. Das ist ein wenig langweilig. Aber nun gut. Es hat ja niemand behauptet, dass es spannend wurde. Ja. Mann, dieser... Wenn man auf diesem Bildschirm ist, kommt man da nicht mehr weg. Ja. Ich kann hier auf die Website von Hidden Ninja gehen. Mann, wieso gibt es hier keinen Zurückknopf? Muss man wirklich immer wieder die Seite neu laden, wenn man auf diesem Bildschirm ist. Das ist ja scheiße. So, jetzt seid es wieder. Mann, das ist aber irgendwie so, wir spielen es einfach mal auf einfach, weil... Ja... So, was können wir uns kaufen? So, setzen wir noch einen Eisturm daneben. Und hoffen, dass das so vielleicht klappt. Vielleicht aber auch nicht, also... Wahrscheinlich wird das überhaupt nicht funktionieren. Was ich mir hier gerade so spontan ausgedacht habe. Weil es halt spontan ist. Aber nun gut. Hier ist Splitshot, bräuchte ich vielleicht noch Fire Arrow. Lass den Eisturm in Ruhe hier, Typ. Der mich angreifen will. So. Ja. Was kostet das nochmal? 200. Ja gut. Da kommen sie. Macht sie platt! Ja, ich bräuchte vielleicht noch den da, den Kanonenturm, weil der doch einigermaßen gescheit ist, denke ich. Schieß ihn ab! Gebt vor allem nur ein Gold. So. Auf sie! So, macht das Pferd platt. Hier in unserem Todestunnel, wie ich es einfach mal spontan nenne. So. Wir haben Tag hier erreicht. Ja. Macht sie platt. Na los, macht nein. Nein! So. Ich hoffe mal, das klappt so. Ich glaube, wahrscheinlich wird das überhaupt nicht funktionieren, was ich mir hier so zusammendichte. Aber das ist mir jetzt mal Wurst. So. Niederzukommen, die Upgrades mal zu machen, das ist schon traurig.
So, wir haben 70 Geld. Den Übertower hätte ich ja gerne, aber... Nein! So, ich warte jetzt einfach mal vorausschauend ab, bis ich mal upgraden kann. Kann mir nicht zu viel... Quicker Shot kaufe ich mir mal. So. Ich hoffe, das klappt jetzt einigermaßen damit. So. Turm wieder hingesetzt. Alter, der sieht nicht gut aus. Der auch nicht. Alter! Ich kann mir das nicht leisten. Ich bin zu arm. Nein. Macht sie nicht kaputt. Mann, die zerstören mir alles. Da. Los, schießt ihn ab. Geht doch. Tage überlebt. 8. Jetzt kommen Reiter und all das wieder. Na los, schieß sie ab! Nein. Irgendwie sieht es... Alter, wie stark sind die plötzlich? Was? Die können mich ja einfach mal one-hitten. Mann. Jetzt bin ich wieder in diesem scheiß Bildschirm gefangen. Also ich glaube irgendwie, dieses Spiel ist irgendwie scheiße entwickelt. Weil wer entwickelt ein Spiel, in dem man dann im Todesbildschirm nicht mehr wegkommt? Das macht doch keiner. Also der Hidden Ninja macht das. Also das geht so gar nicht. Ich glaube, da muss ich mich mal mit dem Entwickler... genauer unterhalten. Ja, also noch eine Runde werde ich jetzt, glaube ich, nie mehr spielen, weil das ist ja irgendwie scheiße, das Ganze. Ja. Oder ist die Folge jetzt natürlich ultra kurz, was natürlich doof ist, aber was will man machen, wenn das Spiel so entwickelt ist, dass man nicht mehr aus dem Todesbildschirm wegkommt, ohne das Ganze neu laden zu müssen, die ganze Zeit, was, wo ich keine Lust drauf habe, und dann ist das auch noch so frustrierend. Ja, dann ist es irgendwie... Ja, gut, was macht man da? Brauchen bessere Spiele in dieser Serie. Also, schreibt mal Browser-Spiele vielleicht in die Kommentare, damit ich die dann mal spielen kann. Ja. Gut, Voraussetzung natürlich, dass ich die noch nicht gespielt habe, weil das ist ja irgendwie witzlos. Wenn ich sie schon gespielt habe, dann spiele ich sie ja nur noch mal, was keiner braucht. Aber egal, ja, das war jetzt die doch sehr kurze Runde von Flash Empires 3. Ja, wir sehen uns dann nächste Woche, denke ich, wieder zu... Keine Ahnung was. Aber ansonsten, ja, war's das dann auch an der Stelle. Also ich sage an der Stelle, Tschüssikowski, wir sehen uns in der nächsten Folge, oder wir sehen uns vielleicht schon beim anderen Let's Play wieder bei King Rush morgen. Oder SW Tour, wo ich immer noch aufnehmen muss, fällt mir gerade ein. Das mache ich dann morgen wahrscheinlich aber, weil, oder heute irgendwann später, weil ich nehme das hier gerade um 11 Uhr auf, weil ich heute erst spät weg muss, so um 1. Ja, ich weiß, ich habe hier ein Luxusleben und sowas, aber ist mir jetzt mal egal. An der Stelle sage ich auf jeden Fall, ich laber hier schon wieder viel zu lange. Ich sage an der Stelle einfach mal, ciao und bis dann.